und etwas Frauenmandel. So, das haben wir jetzt fein gehackt. Als nächstes nehmen wir unsere geklärte Butter, geben etwas Semmelbrösel hinzu, unsere Wildkräuter. Es muss schön geschmeidig, fluffig bleiben, damit wir dies schön verstreichen können. Verteilen diese gleichmäßig auf unseren ausgerollten Teig. Schön umschlagen. Einfach mit der Palette ganz locker durchstechen. Und zum Schluss, damit uns die Füllung nicht ausläuft, können wir leicht in Form bringen und andrücken. Die Garzeit beträgt jetzt ungefähr 10 Minuten bis Viertelstunde. Wir können diesen jetzt anschneiden und sehen jetzt hier schön unser gerolltes Muster, unsere frischen Wildkräuter noch schön grün. Dieses Gericht finden Sie auch aktuell auf unserer Speisekarte und schöne Grüße aus dem Erzgebirge. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.